Und zwar Heckenschlange. Total nerviges Vieh. Genau, hier wird es nochmal erklärt. Der den Gegner platt macht, kriegt die meisten EXP. Okay, dann mal los. Also hier kann ich leider nicht wirklich steuern, wer das Viech platt macht. Ich weiß gar nicht, wie viel der verträgt. Aber ich könnte eigentlich Analyse gleich mal machen. Eins werden wir noch... Warte mal, was hat denn der zu tun? Ach, nichts Besonderes. Ach, also Xypher könnte jetzt Limit machen. Da ich auch nicht unbedingt will, dass der den platt macht, werde ich jetzt einfach mal normal angreifen. Weil ich denke, dass er eigentlich noch nicht unbedingt das Vieh platt machen kann. So, machen wir mal Analyse. So, mal sehen, wie viel das hat. Also, das ist Analyseprogramm. Oben seht ihr, ja, was am stärksten bei dem Gegner raussticht. Das ist die HP. Als nächstes wären es dann die Stärke und so weiter. Level 7 momentan, schwach gegen, ich glaube, Eis ist das. Stark gegen Wasser müsste das sein. Absorbiert Gift. Und hat noch 761 HP. Ja, genau, dieses Umwickeln ist das Schlimmste bei dem Vieh. Aber, naja. Wird uns nicht umbringen, hoffe ich mal. So, 761 hat es noch. Dann dürfte es eigentlich nicht mehr so lange dauern. Ich werde dann kurz vorher nochmal Analyse machen, um sicher zu gehen, dass ein Xell platt macht. Wie gesagt, er kann die EXP am besten gebrauchen. Genau, jetzt mache ich nochmal am besten mit Squall-Analyse. Er kann eigentlich Draw-Vita machen gleich mal. So, wie viel hat er noch? 186, also dann mache ich es so, dass einmal Cypher angreift. Komm. Und Xell jetzt die restlichen Angriffe macht, während die anderen Vita zaubern. So. Genau, jetzt haben wir es platt gemacht. Und jetzt seht ihr auch gleich, dass Xell wesentlich mehr EXP bekommt. Naja, gut, nicht wesentlich, aber ein bisschen mehr. 235, die anderen 202. Und bald ist er auch Level 9. Und eine Heckenschlangenkarte, aber ich glaube, die haben wir schon. So, GF ist wieder Level up. Und weiter geht's. Also von hier an einfach so lange laufen, bis die nächste Sequenz kommt. Aber ich glaube, das sind wir bald. Die blauen Soldaten sind wieder dabei. Der rote dahinter ist so eine Art, naja, Chef von denen. Der ist auch etwas stärker. Mal gucken. Die haben nichts Neues. Normal Angriff und der hier hinten hat Analyse. Das ist gut. Lagern. Wir haben ja gerade eben Analyse gezaubert und das will ich nur schnell auffüllen. Okay, jetzt können wir ihn platt machen. Xell noch und Cypher geht hier vor. Ach, schon tot. Egal. So.
So, jetzt müsste eigentlich gleich Platz sein. Genau. Wie ihr seht, die halten ein kleines bisschen mehr aus, aber sind trotzdem nicht so schrecklich. Und jetzt ist er endlich Level up. Ja, die anderen jetzt auch. Wieso gehst du nicht weiter spielen? Schreck lassen nach. Also ich hoffe ja mal, dass die PC-Version nicht irgendwann bei mir streikt. Ich habe da schon so viel Horrorgeschichten gehört. Wünscht mir einfach Glück. Aber ich habe immer noch einen zweiten PC und wo ich es weiterspielen könnte, wenn es jetzt an der Sequenz hängt oder so. Beziehungsweise auch den Laptop von meinem Bruder. Irgendwo muss es dann gehen. Ist nicht immer gut, dass man Windows 7 hat. Es spinnt. Also es spinnt nicht rum, aber ist nicht so kompatibel zu manchen Spielen oder Programmen. Es ist sehr schade, dass da nicht mitgemacht wird. Ja, Cypher spielt sich wieder auf und Xell springt immer gleich drauf an. Echt wie im Kindergarten. Ich fand damals, wo ich das erste Mal das gespielt habe, fand ich ihn eigentlich recht sympathisch, den Cypher. Weil selbst wenn er so ziemlich egoistisch wirkt, das ist übrigens das Mädchen vom Wegweiser, Selfie, auch wenn er ziemlich egoistisch wirkt, er macht es ja aus einem bestimmten Grund und man kann es schon dann irgendwo verstehen. Ich weiß, ich bin unnormal, aber es ist so. Okay. Sie wird jetzt uns statt Cypher begleiten. Deswegen habe ich mir nicht die Mühe gemacht, die Zauber aufzuteilen und auf Cypher zu legen. Ich meine, wir werden jetzt gleich Selfie richtig koppeln müssen. Das werde ich aber gleich dann machen. So, wir werden auch springen. Das ist der kürzeste Weg. GF sind gekoppelt, nur bei Selfie muss ich, wie gesagt, gleich noch ein bisschen umschrauben. Okay, also das ist der Chef und er haut mal wieder ab. Unsere Aufgabe ist jetzt einfach dem hinterher zu rennen und anscheinend will Selfie irgendwas von ihm. Mal gucken, also erstmal hier hinten den Drop-Point benutzen und dann speichern. Ich kann es einfach nur wiederholen. Ich liebe dieses Spiel. Die Stimmung ist einfach... ist was Besonderes. Ja gut, also jetzt haben wir ja Selfie dabei. Und sie ist jetzt die Schwächste, die wir mit haben. Das heißt, ich werde jetzt gucken, dass Selfie die letzten Schläge macht. Ich werde es jetzt auch so koppeln, dass sie die GFs mit Stärkekopplung bekommt. Beziehungsweise glaube ich, dass eh dieses GF mit Stärkekopplung übrig ist. Ja, genau. Ifrit. Hier werden jetzt GF-Draw und Zaubermann. Oder beziehungsweise soll ich nicht lieber ein Item mitnehmen? Es kann nämlich immer mal noch vorkommen, dass... nee, Zauber ist ganz gut. Dass jemand stirbt und momentan haben wir noch keinen Zauber, der... ja, der uns wiederbeleben kann. Da Squall die meisten HP hat und am ehesten wahrscheinlich überleben wird, werde ich ihm mal Item geben statt Zauber. Das heißt, ich kann jetzt eigentlich auch ihm komplett die Zauber
entziehen sozusagen und Selfie geben. Jetzt ist zwar die Kopplung von Squall hier gelöst bei Magie, aber das ist nicht so schlimm, weil ich ja wie gesagt eh keine Magie benutze. Außer vielleicht Draw Zauber, aber... Ach komm, optimal. Aber sonst brauchen wir es eigentlich nicht. Blende haben wir Gott sei Dank noch nicht. Und ja, beim Draw Points ist es das einzige Mal, dass man über 9 Stück drawen kann. Sonst ist Maximum 9. Und ja, das ist halt... Meistens hat man aber gerade bei den wertvolleren Draw Points, dass man öfters nur 2, 3 oder 4 oder so drawen kann. Das sieht man später gerade bei Ultima oder Meteor oder Flare oder was auch immer. Und gut, auf jeden Fall, ich werde jetzt hier erstmal einen Cut machen. Muss noch ein bisschen heute Abend erledigen und naja, wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal und viel Spaß noch.